Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ein solches H4-Leuchtmittel haben sicherlich die meisten von euch schon mal gesehen, einige sicher auch in der Hand gehabt. Denn der Tausch einer solchen Glühlampe ist ja jetzt kein besonderes Hexenwerk, aber eben auch nicht ganz trivial. Was haben wir hier? Wir haben hier ein Halogenleuchtmittel, das heißt, wir haben ein Glaskolben, der mit einem speziellen Gas gefüllt ist. Dieses Gas sorgt dafür, dass im Gegensatz zu einer Standardglühlampe, wo einfach der Glaskolben nur evakuiert ist, also luftleer ist, der Glühfaden etwas heißer glühen kann und damit etwas mehr Licht erzeugt, ohne dabei vorzeitig zu verschleißen. Das Ganze beruht darauf, dass eben durchaus das Metall anfängt ein wenig zu verdampfen, aber eben, dass durch dieses Gas, das immer wieder auf dem Glühfaden dieser Dampf niederschlägt, bis natürlich irgendwann das Ganze nicht mehr funktioniert und auf dem Glaskolben sich genug Metalldampf abgelagert hat, der Glühfaden dünn genug ist, dass er durchbrennt und unser Leuchtmittel defekt ist. Dazu gibt es sicher auch noch andere Videos, die Glühlampen besser erklären, als ich das jetzt hier so auf die Schnelle machen möchte. Denn es geht mir jetzt gar nicht um diese Grundprinzipien der Glühfäden, sondern um ein paar andere Besonderheiten dieser Leuchtmittel. Dieses Leuchtmittel ist jetzt gebraucht und ich denke, ich werde es nicht unbedingt wieder irgendwo einbauen, weiß ich aber noch nicht. Im Auto fände ich es jetzt doch ein bisschen ärgerlich, weil es dann vielleicht doch vorzeitig ausfällt. Und mein Traktor braucht andere Leuchtmittel als diese. Sonst würde ich es da jetzt quasi aufbrauchen. Trotzdem fasse ich dieses Leuchtmittel, weil ich eben noch nicht weiß, was ich damit mache, nur hinten am Sockel an. Den Glaskolben darf man nicht anfassen, weil sich eben Fingerfett und Schweiß an dem Glaskolben anlagern würden und diesen zerstören können. Das ist also die erste Regel, an die wir uns halten müssen, wenn wir mit diesen Leuchtmitteln zu tun haben. Gilt auch eigentlich für Standardglühlampen immer nur am Sockel anfassen. Wenn wir sie zum Einsetzen am Glaskolben anfassen müssen, wie zum Beispiel die normalen Bajonettsockellampen aus den Rückleuchten oder aus den Standlichtblinkerkombis, dann bitte mit einem Tuch. Also irgendwie ein Stück Küchenrolle oder ein normales Taschentuch ohne irgendwelche tränkenden Aromasachen oder auch klassisches Toilettenpapier. Das ist auch, sofern es nicht irgendwelche Feuchttücher sind, unbehandelt. Das ist ganz wichtig, dass wir den Glaskolben sauber halten. Nicht nur der Glaskolben kann Schaden nehmen, sondern auch der Reflektor, in den wir das Ganze dann einsetzen. An dem kann sich dann auch ein Niederschlag bilden. Und diese Niederschläge kriegen wir im Guten dann nicht wieder runter. Und neu verspiegeln lohnt sich bei diesen Reflektoren nicht. Es würde also jedes Mal einen Ersatz der Leuchte bedeuten. Wenn wir jetzt speziell diese H4-Leuchtmittel anschauen, dann sehen wir, dass wir zwei Glühfäden haben. Einen hier hinten frei und einen in so einem Becher. Ich versuche das hier nochmal auf der anderen Kamera zu zeigen. Also einmal hier hinten der Glühfaden und einmal vorne der in diesem Becher. Und da sind wir jetzt an dem Punkt, um den es in diesem Video geht, um diesen Becher. Dieser Becher hat nämlich eine ganz besondere Aufgabe und übernimmt große Verantwortung, denn er ist dafür verantwortlich, wie der Lichtkegel auf der Straße abgebildet wird. Was man jetzt leider nicht sehen kann, weil die Birne hier vorne verspiegelt ist und ich das so, glaube ich, auch nicht vernünftig gezeigt bekomme, dieser Becher ist asymmetrisch. Er hat also einen ganz speziellen Winkel zu dem Sockel und auch sonst knickt er quasi in seiner Kontur ab. Und das formt dann diesen bekannten Lichtkegel, den wir kennen, wo erst auf der Straße unser Lichtkegel
mehr oder weniger waagerecht verläuft und dann ab einer bestimmten Linie nach rechts oben abknickt. Das Ganze machen beide Scheinwerfer. Auch wenn meine Zeichnung jetzt hier inkorrekt ist, also das passiert bei beiden eigentlich im gleichen Winkel. Und dieses Bild sollten wir eben auf der Straße dann wiederfinden. Das ist einmal wichtig, damit wir unseren Gegenverkehr von links her nicht blenden, dass wir da eine gute Hell-Dunkel-Grenze haben. Es ist aber auch wichtig, dass wir nach rechts gut sehen können, was dort ist, denn wir haben ja nun mal in Deutschland Rechtsverkehr. Das heißt, wir sind sehr nah am rechten Straßenrand und wollen alles, was uns da vors Auto springen kann, natürlich möglichst schnell sehen. Von links ist ja noch eine Fahrbahn dazwischen, haben wir theoretisch ein bisschen mehr Zeit, bis das bei uns angekommen ist und daher diese Form des Lichtkegels. Kleiner Ausflug. Manche Fahrzeuge haben in ihren Anleitungen beschrieben, wie man mit den Scheinwerfern umgehen muss, wenn man in Länder mit Linksverkehr einreist. Da gibt es dann teilweise Muster, die dargestellt werden, wo man den Scheinwerfer abzukleben hat, damit dann einfach ein gerader Lichtkegel entsteht und nicht geblendet wird. Natürlich hat man damit ein bisschen schlechtere Sicht dann nach links rüber, aber irgendwas ist ja immer. Dieser kleine Becher hier in dem Glaskolben unterliegt natürlich, wie alles immer, auch Fertigungstoleranzen. Und damit ist nicht gesagt, dass bei jedem Leuchtmittel dieser Becher an der perfekt gleichen Stelle ist. Insbesondere bei sehr günstigen Leuchtmitteln können wir da ganz bös auf die Nase fallen. Deshalb kann ich an dieser Stelle nur die Verwendung von Markenleuchtmitteln empfehlen. Auch wenn sie etwas teurer sind und jetzt in der Zeit mit den doch sehr hohen Ersatzteilpreisen das ein bisschen ärgerlich sein mag, investiert bitte da in vernünftiges Material, ihr ärgert euch. Und nicht nur ihr ärgert euch, sondern ihr ärgert vor allen Dingen eure Mitmenschen ganz enorm, denn das kann ganz, ganz fies blenden. Das ist auch einer der Gründe, warum eigentlich nach jedem Leuchtmittelwechsel die Scheinwerfer neu eingestellt werden müssen. Ist natürlich schon irgendwie Mist, weil wir können jetzt unser Leuchtmittel relativ einfach wechseln und müssen dann für dieses blöde Einstellen in die Werkstatt fahren, weil nur die ein Lichteinstellgerät hat. Das müsste ja eigentlich auch anders gehen, oder? Und ja, es geht anders. Eigentlich ist es relativ einfach. Alles, was wir dafür brauchen, ist unser Auto, was auf einer ebenen, idealerweise waagerechten Fläche steht. Und wir brauchen mit etwas Abstand zu dem Auto einen Schirm oder eine Wand, die, wenn unsere Standfläche waagerecht ist, senkrecht zu dieser Standfläche steht. Oder wenn unsere Ebene geneigt ist, dann wenigstens unten im rechten Winkel, so dass das eben zum Fahrzeug dann passt. Dieser Schirm oder diese Wand muss dann zum Auto so stehen, oder besser gesagt, das Auto zu diesem Schirm oder dieser Wand, dass der Abstand von Streuscheibe zu Wand bei beiden Scheinwerfern gleich ist. Andernfalls müssten wir da ein bisschen tricksen mit unserer weiteren Berechnung, die dann jetzt gleich folgt. Das Ganze würde uns aber auch Probleme machen bei der Einstellung, wo dieser Knickpunkt in unserem Lichtkegel rechts, links angeordnet ist. Also erster Schritt, Auto vor eine Wand, die senkrecht zur Standfläche des Autos steht, also im rechten Winkel und parallel zur Fahrzeugfront. Der zweite Schritt ist, dass wir vom Fußboden senkrecht bis zur Mitte unserer Streuscheiben messen. Das gilt jetzt für den Niva mit der Mitte. Bei anderen Scheinwerferformen müssen wir sehen, wo im Scheinwerfer genau diese Hell-Dunkel-Grenze in der Streuscheibe ist und diesen Punkt als unsere Höhe annehmen. Und wir müssen ermitteln das Maß vom Lichtaustritt an der Streuscheibe bis zur Wand. Es ist jetzt
ziemlich genau festgelegt, welche Einstellhöhen so ein Scheinwerfer haben muss. Da gibt es für die verschiedenen Fahrzeugklassen unterschiedliche Werte. Für normale Pkw ist der Wert von 1,3% sehr gängig. Die neueren Niva haben vorne rechts beim Kühler an der Querträger oben an der Quertraverse einen Aufkleber angebracht, wo eben auch ein Scheinwerfersymbol ist mit diesen 1,3%. Ich blende euch das auch nochmal ein. Und diese 1,3% müssen wir jetzt auch einstellen. Idealerweise, wenn wir jetzt unsere Einstellungen machen, dann stellen wir das Fahrzeug mit einem Abstand vom Scheinwerfer zur Wand von 5 oder 10 Metern auf. Das macht uns das Rechnen besonders einfach. 10 Meter ist ganz einfach zu rechnen. Bei 5 Metern oder einem krummen Wert wird es ein Hauch komplizierter. Was bedeutet das Ganze jetzt? 1,3% heißt erstmal irgendwie, dass der Lichtkegel da, wo er auftrifft auf die Wand, einen bestimmten Wert tiefer stehen muss als am Austrittspunkt. Damit ist schon mal gewährleistet, dass wir nicht irgendwie in den Himmel leuchten, den Gegenverkehr blenden, sondern dass wir die Fahrbahn ausleuchten, auf der wir unterwegs sein wollen. Und das Ganze eben so definiert, dass auch bei einer gewissen Beladung, also Insassen im Fahrzeug, das Ganze nicht irgendwie für den Gegenverkehr schmerzhaft wird. Für weitergehende Beladung haben wir dann die Leuchtweitenregulierung, mit der wir das nachregeln. Also angenommen, wir haben einen Anhänger mit reichlich Stützlast am Haken, dann müssen wir mit der Leuchtweitenregulierung natürlich nachregulieren. Wenn wir das jetzt selber einstellen wollen, angenommen, wir haben unsere 10 Meter, dann müssen wir diese 10 Meter in Zentimeter umrechnen, weil wir unsere ganze Arbeit idealerweise mit Zentimetern machen. Wir haben unsere Höhe, Lichtaustrittshöhe am Fahrzeug, zeichnen uns die einmal an der Wand an, nehmen dann die 1,3% von unseren 10 Metern Abstand hier und tragen den Wert tiefer eine weitere Linie an. In unserem Fall bei 10 Metern 1,3% wären das 13 Zentimeter. Und den Wert tiefer muss unsere Hell-Dunkel-Grenze liegen. Bei 5 Metern wären es jetzt die Hälfte von den 13 Zentimetern, also 6,5. Und bei allem, je näher wir rankommen, desto kleiner wird dieser Wert natürlich und desto ungenauer wird das Ganze. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, diese Hell-Dunkel-Grenze hat so einen kleinen, undefinierten Bereich. Der wird natürlich, je größer der Abstand vom Fahrzeug zur Wand wird, auch immer breiter. Also mit der Genauigkeit geht das. Ich habe diese Einstellung auch schon mit 3,5 Metern Abstand von Streuscheibe zur Wand gemacht und die Lichteinstellung wurde dann bei der Hauptuntersuchung als perfekt diagnostiziert. Man muss da also nicht zu zimperlich sein, das funktioniert relativ einfach. Das Ganze ist auch im Werkstatthandbuch des Lada Niva einmal erläutert. Da gibt es dann auch eine Zeichnung, die blende ich euch jetzt auch mal einmal ein. Das Ganze gilt natürlich nicht nur für den Lada Niva, sondern das gilt für jedes Fahrzeug letztlich, was Scheinwerfer hat. Also auch für meinen Traktor gilt das, nur dass ich da einen anderen Prozentwert habe, nämlich nicht 1,3%, sondern ich meine, es sind 2%. Weil mein Traktor die Scheinwerfer auf den Kotflügeln hat und damit sehr viel höher und die Gefahr, dass ich Leute blende, ist damit deutlich größer. Das ist die eine Einstellung jetzt, die wir vorzunehmen haben, die Höheneinstellung. Dieser Knickpunkt des Lichtkegels, der ist aber auch definiert, wie der liegen muss. Und zwar muss der parallel zur Fahrzeuglängsachse in der Verlängerung gehen. Ein klein bisschen nach rechts rüber geneigt geht auch noch. Nach links rüber laufen wir wieder Gefahr, den Gegenverkehr zu blenden. Das Ganze ist also eigentlich nicht sonderlich kompliziert.
und lässt sich mit Hausmitteln relativ gut machen. Idealerweise entweder ganz früh am Morgen, wenn es noch dämmerig ist, oder in der Abenddämmerung. Dann sieht man das am besten. Oder ihr habt die Gunst, das irgendwo drinnen machen zu können, wo ihr das Licht ein bisschen reduzieren könnt. Am hellen Tag draußen ist das ein bisschen schwierig. Alles, was ihr braucht, ist, entweder könnt ihr ganz toll Kopfrechnen oder halt einen Taschenrechner, einen Zollstock, vielleicht ein etwas vollständigeres Exemplar, als ich es jetzt hier habe, und einen Stift und vielleicht irgendwie so ein Stück Karton oder ihr malt direkt an eine Wand. Wenn es eure eigene Wand ist, mag das ja gehen. Müsst ihr dann höchstens mit Familienmitgliedern klären, dass ihr da keinen Ärger kriegt, wenn ihr da die Wand beschmiert. Ja, also das ist eine relativ simple Methode. Das sollte tatsächlich nach jedem Leuchtmittelwechsel gemacht werden, weil ihr sonst einfach Gefahr lauft durch die Fertigungstoleranzen der Leuchtmittel, dass das Ganze irgendwie nicht hinhaut. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass das Fahrzeug neutral ist, also voll betankt. Fahrersitz mit, ich meine, 75 Kilo irgendwie belastet. Da gibt es auch Richtwerte für. Und die Leuchtweitenregulierung in Neutralstellung. Wenn ihr jetzt andere Scheinwerfer habt, wo ihr zum Beispiel nur das Ablendlicht habt und das Fernlicht über Zusatzscheinwerfer, dann müssen auch diese Zusatzscheinwerfer gesondert wieder eingestellt werden. Auch da gibt es Vorschriften, wie die Neigung von solchen Fernscheinwerfern oder Zusatzscheinwerfern, die als Fernscheinwerfer genutzt werden, zu sein hat. Bei den H4-Leuchtmitteln ist das Fernlicht dann zwangseingestellt mit über die Einstellung des Ablendlichts. So viel also erstmal zu dem Thema Einstellung und wie dieser Lichtkegel entsteht. Das Prisma in der Streuscheibe hat also relativ wenig damit zu tun. Die Form dieses Lichtkegels wird vom Leuchtmittel vorgegeben. Um die Leuchtmittel beim Niva zu wechseln, muss man nur diese schwarzen Ringe entfernen und kann die Scheinwerfereinsätze rausnehmen. Nur in Anführungsstrichen, weil ihr an die Schrauben von diesen Ringen nur vernünftig rankommt, wenn der Kühlergrill abgenommen ist. Das ist etwas, das will man eigentlich auch nicht unbedingt, weil diese Kühlergrills doch nach einigen Jahren relativ spröde sind und damit Bruch gefährdet. Die Befestigung der Kühlergrills ist auch immer so eine Sache. Ab Werk sind hier oftmals Blechschrauben reingedreht, obwohl in den Aufnahmelaschen Maschinengewinde drin sind. Warum auch immer, das ist eigentlich ein ziemlicher Schmarrn. Also ich habe jetzt hier auch Schrauben mit Maschinengewinde reingeschraubt, nachdem ich die Gewinde nachgeschnitten hatte. Einige haben dann nachgerüstet, noch hier unten in der Ecke eine Schraube. Entweder wurde da sogar richtig so ein kleiner Plastik-Blindenniet hinten eingesetzt, so eine Nietmutter, oder aber die Schraube wurde einfach nur so ins Blech reingezwirbelt. Da müsst ihr mal ein bisschen gucken. Und dann hat dieser Metallring drei Laschen, wo er mit drei Schrauben befestigt ist. Diese Schrauben muss man lösen, dann kann man den Ring so ein Stück verdrehen, das ist so ein Bajonettverschluss, und abnehmen. Diese Schrauben sind leider extrem gammelgefährdet und man sollte frühzeitig, wenn man so ein Fahrzeug bekommt, entweder das alles schön konservieren, idealerweise sogar gleich die Aufnahmeringe in der Frontmaske verstärken die Gewinde. Das sind M3-Gewinde, die leider allzu gerne ausreißen. Also da am besten irgendwie Muttern hinterlöten oder hinterschweißen und das Ganze mit irgendwie Zinkspray versiegeln oder in die Galvanik geben oder auch gut lackieren, dass ihr da beim folgenden Arbeiten keinen großen Ärger mehr habt. Wenn ihr ein gebrauchtes Fahrzeug habt, wo das alles schon so ein bisschen morbide ist, am besten hinten diese Halteringe, die mit den Federn eingehängt werden, einmal komplett ersetzen. Ne? Also die kosten jetzt auch nicht die ganze Welt. Aber den Ärger, den ihr euch damit erspart, den ist das allemal wert. Die Schrauben sind nicht gleichmäßig auf den Umfang verteilt. Das heißt, diese Ringe haben einen oben und einen unten und passen nur einmal.
Und an den Seiten habt ihr dann Ausnehmungen für die Einstellschrauben, womit ihr dann die Neigung der Scheinwerfer einstellen könnt. Da macht es Sinn, den Kühlergrill ein kleines bisschen mit einer Rundfeile oder mit einem Dremel oder so die Ausnehmungen auch zu übertragen, so dass ihr da mit dem Schraubendreher dann auch bei der Lichteinstellung reinkommt, ohne erst den Kühlergrill abbauen zu müssen. Das kann ich halt nur empfehlen. Also macht Sinn. Dann macht es auch Sinn, die original russischen Scheinwerfereinsätze gegen etwas Besseres, Feineres zu ersetzen. Ich habe jetzt hier Scheinwerferelemente von Wesem verbaut. Das ist ein polnischer Hersteller für Beleuchtungsartikel. Also in Sachen Fahrzeugbeleuchtung. Man kann auch auf Scheinwerfereinsätze von Heller umbauen. Das geht auch, die passen allerdings nicht ganz Plug and Play. Ich habe jetzt hier mal so einen russischen Scheinwerfereinsatz, den ich jetzt gerade an einem Niva ausgebaut habe, aus mehreren Gründen. Ein Grund war einfach, dass dieser Scheinwerfereinsatz, obwohl er irgendwie gerade mal ein Jahr alt ist, schon relativ matt ist, wenig Licht rauskommt. Und ein anderer Grund war, dass die Einstellung nicht möglich war. Warum? Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Diese Aufnahmeringe innen haben so Schlitze, wo dann diese Laschen hier reingreifen. Wenn ihr die Wesem-Scheinwerfer einbaut, passt das alles Plug and Play. Bei den Heller-Einsätzen müssen eventuell diese Laschen etwas nachgearbeitet werden oder aber die Aufnahmeschlitze in den Ringen nachgearbeitet werden. Das finde ich persönlich etwas unsympathisch, weil man damit sowohl an dem einen Teil als auch an dem anderen Teil die korrosionsschützende Beschichtung beschädigt. Natürlich kann man das auch alles wieder konservieren. Ja, muss halt jeder selber wissen. Die Heller-Scheinwerfer sind dazu dann auch noch eine ganze Ecke teurer. So ein Wesem-Einsatz kriegt man zurzeit für unter 15 Euro. Ja, und dafür das Geld kriegt man eben keinen Heller-Einsatz. Was man schon im Vergleich deutlich sehen kann, das Glas ist klarer, der Reflektor glänzt stärker bei den Wesem. Das ist also durchaus deutlich bessere Qualität. An dem Auto hier sind sie noch nicht so lange verbaut. Und der Wagen wurde jetzt auch noch nicht so viel gefahren, weil er irgendwie die meiste Zeit bei mir auf der Hebebühne hängt. Am Fahrzeug meiner Mutter habe ich auch die Wesem-Scheinwerfer verbaut vor ungefähr 2, 2,5 Jahren. Die sind jetzt immer noch neuwertig. Also ich kann noch keine Verschlechterung feststellen. Was halt ganz wesentlich ist, ist, dass man immer wieder die Streuscheiben sauber macht, hier diese Flecken von den toten Insekten vernünftig runterwäscht. Das beeinträchtigt dann doch den Lichtaustritt ganz enorm. Finger weg von irgendwelchen Billigscheinwerfereinsätzen und von Billigglühbirnen, das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Warum? Wenn wir uns diesen Scheinwerfereinsatz hier angucken, diesen russischen, der durchaus über einen Ladeteilehändler vertrieben wurde, dann gibt es bei dem ein ganz großes Problem. Und zwar kriege ich jetzt schon hier kaum die Glühbirne gelöst. Ah, jetzt. Das hat folgenden Hintergrund. Das ist hier ein Markenleuchtmittel. Ja, kriege ich jetzt hier gar nicht richtig raus, hat sich verkeilt, weil dieser, so, jetzt. Das ist ein Markenleuchtmittel. Wir haben hier einmal Osram und eben diesen sehr günstigen Scheinwerfereinsatz. Und wenn ich dieses Leuchtmittel jetzt hier reinstecke, schon mit eigentlich mehr Kraft, als ich es normal machen würde, dann ist sehr einfach zu sehen, dass es hier noch absteht. Hier steht es ein bisschen weniger ab. Und hier oben liegt es an. Ich kann jetzt, egal was ich mache, dieses Leuchtmittel dann nicht gerade einsetzen, dass es überall anliegt. Ich kann es jetzt höchstens unten anliegen lassen, dann steht es oben wieder ab. Und das war der Grund, weshalb eine Lichteinstellung bei der Hauptuntersuchung nicht möglich war und weshalb dieser Scheinwerfereinsatz rausgekommen ist.
Das Gleiche könnt ihr andersrum auch mit guten Scheinwerfer einsetzen und schlechten Leuchtmitteln erleben. Ich habe das selber mal an einem Audi A3 erlebt, dass ein Arbeitskollege von mir sehr günstige Leuchtmittel gekauft hatte und auch diese Leuchtmittel nicht in diesen Scheinwerfereinsatz so reinpassten, dass es irgendwie in eine richtige Richtung leuchtete. Erst ein Tausch gegen hochwertigere Leuchtmittel ermöglichte dann einen korrekten Zusammenbau und eine korrekte Einstellung des Ganzen. Also Finger weg von Billigteilen, aber ihr braucht nicht unbedingt in eine Werkstatt gehen, um das alles korrekt einzustellen. Ihr könnt das eben auch selber machen. Ich hoffe, das Video hilft euch jetzt so ein bisschen. Eigentlich wollte ich das Ganze an dem Fahrzeug zeigen, aus dem dieser Scheinwerfereinsatz stammt. Hatte das Ganze auch gefilmt, habe dann irgendwie hinterher erst gemerkt, dass ich mit den Kamerawinkeln ganz großen Mist gebaut hatte. Habe dann leider auch erst hinterher gemerkt, dass ich die ganze Zeit von einem falschen Prozentwert geredet habe. Und den Mist wollte ich nicht auf euch loslassen. Und das Fahrzeug ist jetzt aber mittlerweile fertig. Also ich müsste jetzt, wenn ich das nochmal zeigen wollte, irgendwie wieder Niva zerlegen und das alles nochmal machen. Da die Teile ja alle nicht günstiger werden, nicht einfacher zu beschaffen werden, wollte ich jetzt hier nicht zu viel zerlegen und habe euch deshalb leider so ein etwas totes, gestelltes Video drehen müssen, um trotzdem diese Informationen rüberzubringen. Das tut mir leid. Ich hatte das eigentlich anders geplant, aber wie das dann im Leben manchmal so ist. Ich war auch so ein bisschen im Stress, weil ich noch Freunden helfen wollte, eine Wiese zu mähen und mein Mähwerk funktionierte nicht und wir waren da machen und das Auto sollte aber schnell zur Hauptuntersuchung, genauer gesagt zur Nachprüfung, weil es war bei der Hauptuntersuchung, war halt durchgefallen, auch noch mit ein paar anderen Kleinigkeiten, die dann eine andere Werkstatt behoben hat, weil ich es einfach zeitlich nicht schaffen konnte. Ja, wie das dann immer so spielt im Leben. Ich hoffe, ich habe das jetzt trotzdem verständlich rüberbringen können, wie das mit der Einstellung funktioniert. Sollten da noch Fragen übrig geblieben sein, scheut euch nicht, sie in den Kommentaren irgendwie zu stellen. Ich versuche sie dann bestmöglich zu beantworten. So, das ist das, was ich euch jetzt irgendwie anbieten kann. Wenn euch das Video trotz aller Widrigkeiten jetzt gefallen hat, lasst bitte ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis demnächst.